So, heute ist Samstag, der 29. Mai 2021, 7.37 Uhr, live aus dem Stasi-Kraft 37574 Einbeck. Deutschland, Niedersachsen, für diejenigen, die aus Österreich oder Schweiz oder so zugucken. Da wird ja auch Deutsch gesprochen, gibt es auch Städte. So. Das ist die Bierstadt. So, wie gesagt, für diejenigen, die mich nicht kennen, mein bürgerlicher Name ist Adrian Lachstetter. So, ich will eigentlich mit dieser scheiß Satanisten, Freimaurerfamilie nichts mehr zu tun haben, deswegen nenne ich mich überall Adrian Milosevic, beziehungsweise Adrian aus der Familie Milosevic. Das aus der Familie habe ich von den Sovereign Citizens, von den Free Men übernommen, weil ich halt mit der Person, die dem Vatikan gehört und unter Seerecht ist, See- und Handelsrecht, nichts zu tun haben möchte. So, um mich halt auch von diesem System halt abzugrenzen. Das heißt, zustimmungsbasiert hier. Vieles, sehr vieles. Deswegen wollen die ja auch alle immer überall eure Unterschriften und hier noch ankreuzen und da noch zustimmen und das noch unterschreiben. Ja, dann habt ihr eure Zustimmung nämlich gegeben. So funktioniert das ja mit vielen Sachen hier. So. Genau, ja. Und heute möchte ich mal ein bisschen, eigentlich ist das Video, wie gesagt, meine Videos sind, es ist immer kompliziert. Weil, ja, das Video soll mal so ein bisschen wieder so ein Video an den BND sein. Beziehungsweise, aber ich habe natürlich auch die normale Zuschauer und ach, ist alles zum Kotzen. Nee, also, ja, heute möchte ich mal über Fehler in meiner Projekt Monarch Programmierung reden. Ja, im Prinzip kann man so zusammenfassen. Mir hat man seit meiner Geburt nur Scheiße angetan. Es gab nie eine Entschuldigung oder eine Wiedergutmachung. Man hat immer nur noch mehr Leid in mein Leben gebracht und geklatscht. Ja. So, das ist jetzt die ganz kurze Zusammenfassung. Mein Körper ist kaputt, mein Leben ist kaputt. Und ich sehe es jetzt nicht noch ein, irgendwie jetzt groß irgendwie irgendwas zu tun für Sachen, die ich letzten Endes nicht will. Was meine ich damit? Also zum Beispiel Prostitution, wofür? Man versucht es halt immer noch, wofür? Ich will nichts. Ich brauche kein Geld, ich brauche keine Macht. B steht mir sowieso noch eine Entschädigung zu. Ja. Da arbeite ich auch mit Dr. Kirsten Norton und dem Joint Investigation Team dagegen. Genau. www.jointinvestigation.org www.stop007.org. Ne? Genau. Nee, auf jeden Fall. Heute werde ich mal ein bisschen genauer darauf eingehen, was man lieber hätte unterlassen sollen und was nicht. Und genau. Ja. Wie man sich letzten Endes in mir jetzt hier kaputt gemacht hat. So. Also ich sag, wir fangen mal an in meiner Kindheit. Eine Kindheit war bei mir nicht vorhanden. Ich habe nie eine gehabt. Ich wurde nur geschlagen, misshandelt, bespuckt. In der Schule ging es dann, wie gesagt, weiter, weil ich damals auch nicht so aussah, wie ich jetzt aussah. Auch, sag ich mal, Hasenzähne hatte. Mein Spitzname war immer Hasenzahn. Und oh, haben die mich immer aufgezogen alle. Und ach, also Schule war auch nix. Grundschule auf jeden Fall zumindest. Ab der 5. Klasse wurde es dann besser. Und da sah ich ja dann auch wieder schon anders aus. Auf jeden Fall, ja. Und im Prinzip ist das eigentlich schon für mich Grund genug, nicht mitzumachen, dass man mir die Kindheit gestohlen hat. Dann hat man ja auch, glaube ich, 2 Jahre oder 3 Jahre komplett ausgelöscht. Wie gesagt, ich glaube immer noch, dass ich 21 bin. Gehe ich stark von aus. Das sind alles so Sachen, für mich reicht das schon, eigentlich nicht mitzumachen. Aber gut, das sind ja noch so Sachen, weiß ich nicht. Ja, im Prinzip reicht das schon, zu sagen, nee, das geht so gar nicht. Und muss man sich mal geben. Im Prinzip hat man mir, nicht im Prinzip, man hat mir 17 Jahre genommen. Beziehungsweise 21. 18 Jahre, beziehungsweise 21. Mit 3 Fragezeichen. Ja. Das erste Mal, wie ich übrigens darauf aufmerksam geworden bin. Das ist ein bisschen chaotisch, jetzt ich erzähle wieder durcheinander. Ist auf jeden Fall in der Psychiatrie gewesen, hat man mich angesprochen. Und hat irgendwie, ich weiß gar nicht, wie die Situation zustande kam, wer das war. Auf jeden Fall hat man mir gesagt, in den Akten würde wohl stehen, dass ich 2000 geboren bin. Da habe ich mir so gedacht, hä?
da ist mir einiges klar geworden. Ja, das heißt also, irgendwer lügt hier auf jeden Fall wahrscheinlich. Ne? Und ich glaube nicht, dass das ein Fehler war, weil die Leute wissen schon, was sie tun, weil das Armee aus Hildesheim, genau wie das in Holzminden-Ding natürlich drin mit dieser Monarch-MK-Ultra-Programmierung, das wissen die auch. Das wird wohl schon so seine Richtigkeit haben. Man wollte mich da dann wahrscheinlich irgendwie darauf hinweisen, bloß man kann mir ja nicht alles immer so offen darlegen. Ne? Naja. Das ist zum Beispiel auch schon ein Fakt. Also, das möchte ich jetzt echt mal wissen. Und zwar aus offizieller Hand, ey. Deswegen kämpfe ich auch dafür, dass das alles aufgeklärt wird. Bin ich jetzt so ein 21 oder nicht? Ne? Und schon allein dafür, da könnte man ja auch mal eine saftige Entschädigung verlangen. Das bedeutet ja im Prinzip, dass man mir quasi 3 Jahre lang meine Volljährigkeit auch vorenthalten hat, wenn das stimmen sollte. Und ich quasi in dem Sinne vor 3 Jahren zum Beispiel schon hätte meine Firma gründen können. Oder irgendeine Firma und mir, sag ich mal, was hätte aufbauen können. Ne? Jetzt kann man natürlich auch sagen, ja, Firma kannst du auch mit 16 gründen, übers Jugendamt, ja toll, ey, das ist unnötig komplizierte Scheiße. Ja, auf jeden Fall so oder so, also man hat mir dann im Prinzip ja auch, also 21 Jahre gestohlen, aber 3 Jahre dann auch nochmal gestohlen, weil mir im Prinzip meine Handlungsfähigkeit beraubt hat, sag ich mal. Ne? Ja, ich brauche da jetzt so nichts sagen, ihr könnt euch ja selber ausmalen, was man mit 18 alles schon machen kann. Beziehungsweise nicht machen kann und pipapo. Deswegen, das ist auch so eine Sache, das weiß ich bis heute nicht. Ich gehe davon aus, dass ich auf jeden Fall 21 bin. Also 20. Dezember 2000, nicht 2002. So. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, warum sage ich das alles? Wie gesagt, das sind halt so wichtige Sachen, das muss man verstehen. Ja, sonst kommt man hier nicht weiter mit mir um einem Monarch, Projekt Monarch-Pfeil hier. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall, ja, im Prinzip der erste Fehler war, wie gesagt, dass er mir die Kindheit genommen hat. Das werde ich nicht verzeihen können. Aber dabei allein ist es ja nicht geblieben. Dann, wie gesagt, dieses ganze Misshandeln jahrelang. Dieser satanistisch-rituelle Freimaurermissbrauch, der Kindersexhandel, den man an mir auch betrieben hat. Ja, wie gesagt, die Polizei tut immer nichts, noch nichts, um das aufzudecken. Das muss man sich mal geben, kleine 3- oder 4-, 5-jährige Kinder, die irgendwie an irgendwelche alten Säcke verkauft, verschenkt werden und was weiß ich. Ja. Nee, und das sind auch so Sachen, das werde ich auch nie verzeihen können. Nee, das geht gar nicht sowas, bei aller Liebe, ne? Irgendwie Kinder in irgendwelche sexuellen Fantasien mit reinzuziehen und zu missbrauchen. Also wie gesagt, das geht gar nicht. Ne? Würde ich auch nie verzeihen. Das ist ein Fehler, das hätte nicht passiert. Ja, im Prinzip der Fehler ist, man hätte mich nie in das Projekt Monarch reinsetzen dürfen. Ne? So im Prinzip war das eigentlich der Fehler, aber... Das ist ja noch nicht alles, ne? Also wie gesagt, man kann lasch foltern und man kann hart foltern, ne? Wie gesagt, als Dank für diese ganze kranke Scheiße, was hier so gelaufen ist, ne? Hat man mir wirklich auch noch alles weggenommen und das finde ich scheiße. Man hätte mir wenigstens noch irgendwas lassen können. Jetzt soll ich auch noch irgendwelchen Leuten hinterherlaufen und ne, das läuft nicht, das spielt sich nicht ab. Leuten, die ich gar nicht mal richtig kenne. Und soll die auch noch, ne, ich laufe keinem mehr hinterher, egal wer das ist. Da habe ich keinen Bock drauf, habe ich lang genug gemacht. So vielen Leuten hinterhergelaufen, jahrelang, ne, habe ich keinen Nerv mehr dazu. Wer was von mir will, kann sich bei mir melden und Ende. Gilt für jeden, so. Ich habe da keinen Bock mehr drauf, mich zum Affen zu machen, den Leuten hinterherlaufen. Ne? Mm-mm. Gibt's nicht. Funktioniert nicht. Nee, auf jeden Fall so, wie gesagt. Und als Dank für diesen ganzen kranken Scheiß, was da zum Beispiel in meiner Kindheit gelaufen ist, also dass man mir quasi die Kindheit genommen hat, ist,
wie gesagt, dass er mich dann auch noch, wie gesagt, weiterhin schwerst foltert. Mit allen möglichen Arten, mit Schlafentzug, sexueller Stimulation bis zum Orgasmus, jeden Tag seit meinem dritten Lebensjahr. Also im Prinzip raubt man mir jetzt die sexuelle Freiheit quasi. Seit 17 Jahren. Ich sage Entschuldigung auch wegen der Zeit. Ich habe es auch mit Zeit nicht so und Zeitgefühl habe ich auch nicht richtig. Auch Projekt Monarch bedingt, wie gesagt. Das heißt also, ja, bin so ein bisschen immer neben der Spur auch. Ich schätze mal, das kommt auch daher, dass ich 21 bin, auch eigentlich. Naja, auf jeden Fall so. Das ist zum Beispiel schon mal eigentlich Grund genug für mich zu sagen, ey, das ging zu weit. Weil das muss doch nicht sein. Also irgendwie auch noch irgendwie mir 3 Jahre stehlen oder so, das geht gar nicht, wenn das stimmen sollte. Na, man kann ja auch die Seite, die MK-Ultra-Programmierung ja auch so durchziehen können. Ohne, dass man mir dann diese 3 Jahre nimmt. Aber auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, als Dank dafür, für diesen ganzen Wichs, wie gesagt, hat man mir auch noch das Leben zerstört. Ich habe gar nichts mehr, ich habe kein Geld, ich habe keine Freunde mehr, ich habe keine Leute mehr und nichts, weil man, wie gesagt, ich war auch immer in einem kontrollierten Umfeld vom BND und die Leute um mich herum wurden natürlich genauso manipuliert mit dieser Technik, mit diesem Remote Monitoring, Gedanken einspielen, Voice to Sky und so eine Scheiße, dass ich halt auch nie richtig irgendwie einen Anschluss finden konnte mit purer Absicht, weil man mich ja in dieser Isolationshaft halten muss und wollte. Und das ist auch ein Fehler, das ist auch so eine Sache, das werde ich euch auch nie verzeihen. Das hätte man nicht machen dürfen. Man hätte mir ja wenigstens noch irgendwas lassen können. Ja. Das wäre ja wohl möglich gewesen. Ne? Ja, aber man hat mir wirklich alles weggenommen. Ne? Vom sozialen Umfeld bis finanziell und. So, auf jeden Fall Fakt ist jetzt mal zu der Sache, was mich am meisten ankotzt. Und wo man sich mit mir endgültig jetzt eigentlich schon zerschossen hat. Und zwar ist das nämlich die Psychiatrie-Geschichte. So, wie gesagt, als Dank dafür, für diese ganze Scheiße, was ich mitmachen musste, war dann, dass man mich, ich weiß gar nicht mal, wann das erste Mal war, also ich sag mal, hat mich schon so oft auf jeden Fall in die Psychiatrie gefoltert. Diese scheiß BND-Line in der Mühlmeerstraße 30B damals und hier diese Staatsschutzmitarbeiter hip auf, wo Frau Nüsse unten, die Nachbarin, auf einmal mysteriöserweise an einem Herzattacke oder was gestorben ist. Ja, die haben sie umgebracht, damit nämlich meine Überwacher da einziehen können. So viel mal dazu. Naja, oder meine Folterknechte, besser gesagt. So, auf jeden Fall, man hat mich mehrfach halt künstlich aggressiv gemacht. Das geht mit diesen Waffen. Menschen arbeiten, sind elektromagnetische Wesen, arbeiten auch mit Frequenzen. Man kann also Leute aggressiv oder ängstlich machen mit elektromagnetischen Waffen, das geht. Ne? So, ja, so hast du dann die Leute, die mit Axt aufeinander losgehen und das siehst du dann in den Medien immer. Das ist alles nicht natürlich, das sind alles die Geheimdienste, die die Familien zerstören. Das hat man bei mir auch gemacht, also beziehungsweise es war eh nie eine richtige Familie, aber den Rest hat der BND halt noch gegeben. Gut, das ist mir egal, wie gesagt, weil es eh nie eine richtige Familie war, aber, ne? Von mir aus können sie meine narzisstische Erzeugerin ruhig umbringen, würde ich mich sogar noch freuen drüber. Ja, wie gesagt, meine Großeltern kann ich auch nicht leiden. Das ist es mir egal, aber. Wie gesagt. Was soll ich denn jetzt sagen? Auf jeden Fall die Geschichte, wo man sich mit mir endgültig verscherzt hat, ist, wie gesagt, man hätte mir ja wenigstens ein bisschen irgendwas lassen können. Wie gesagt, man hat mich, wie gesagt, so stark gefoltert, ich versuche das gerade zeitlich einzuordnen, das fällt mir schwer, alles sowas, mit Daten und ja, auch durch diese Schlafentzugsfolter, die man bei mir jeden Tag zum Beispiel macht, da verlierst du auch immer das Zeitgefühl. Auf jeden Fall, das muss man sich mal geben, seit 5 Jahren werde ich dauerhaft übrigens mit meinen Schulterchips gefoltert. In der Schulzeit auch genauso im Unterricht und ich war dementsprechend halt und auch mit elektromagnetischen Waffen und diesen ganzen scheiß BND Hightech Mist. Das wird seit, im Prinzip seit meiner Geburt gegen mich eingesetzt, aber seit 5 Jahren hat
das Ganze so schlimme Ausmaße erreicht, dass ich wirklich nicht mehr normal funktionieren konnte. Dementsprechend halt auch und durch diesen Schlafentzug in der Schule auch nicht mehr normal funktionieren könnte. Ansonsten hätte ich locker mein Abitur oder auf jeden Fall mindestens meinen erweiterten Realschulabschluss gehabt. Und das ist ja das. So, wie gesagt, man hat mich so gefoltert. Ich glaube, das war Ende 2000. Ich sag mal, hat mich immer wieder in die Psychiatrie gefoltert. Und das sind auch so Sachen, das werde ich euch auch nie verzeihen. Das ist, muss man sich mal geben. Gesunde Leute, die nichts gemacht haben, werden hier vom BND in irgendwelche scheiß Anstalten gefoltert. Einfach nur, um Kohle zu machen, um die Leute dann halt zu töten, für Menschenversuche und sonst was. Ja, auf jeden Fall, mich hat man schon mehrfach ins Holzminden gefoltert zu diesen Freaks da. Und jeder, der schon mal irgendwie in der Psychiatrie war, egal ob freiwillig oder nicht, der weiß, wie schlimm das da ist. Ne? Man hat kein Telefon, kein Nix, Zugang zu Nix, lebt vollkommen abgeschottet, wie im Mittelalter. Und wie gesagt, wie das psychisch für mich war, das psychische Leiden, da hat auch keiner gefragt. Nee, das tat schon alles sehr weh. Und das ist, warum soll ich, solchen Leuten, die mir so eine Scheiße antun, weiß ich nicht. Den kann ich auch nicht verzeihen. Das geht gar nicht, Alter. Das geht gar nicht. So ein Mist. Nee, also wie gesagt, auf jeden Fall zerschossen habt ihr es euch mit mir jetzt hier. Wie gesagt, den Fakt, dass man mir meinen Schulabschluss versaut hat. Weil das beeinflusst es ja jetzt wirklich mein ganzes Leben. So. Wie gesagt, man hat mich 5 Jahre lang gefoltert. Und beziehungsweise foltert mich seit 5 Jahren bestialisch, wie gesagt, mit diesen Schulter... Nanotech-Implantaten, keine Ahnung, wie das funktioniert. Oder auf jeden Fall, überall, wo ich bin eigentlich. Na, ich habe ja auch schon eine Messung veröffentlicht auf dem Kanal. Mit diesen Schulterchips. Das geht, war natürlich auch in meiner Schulzeit, hat man das auch gemacht. Das heißt, also ich konnte auch nie richtig funktionieren eigentlich durch diese ganze Folter. War dementsprechend natürlich quasi künstlich dann... behindert quasi, hat man mich gehalten. Ne, wie gesagt, man kann nicht auf voller Leistung sein, wenn man nicht richtig schläft, schlafentzugs gefoltert wird. Das heißt also, ja, und dann hat man mich auch noch in die Psychiatrie gefoltert, da hatte ich so viele Fehlzeiten. Ich glaube, ich hatte es auch mal in einem anderen Video schon mal gesagt. Aber ich wiederhole es jetzt nochmal, weil ich auch nicht mehr weiß, was ich teilweise mal Videos gesagt hatte. Kein Zeitgefühl, ich vergesse vieles durch diese Monarch-Scheiße auch. Naja, auf jeden Fall... Das hat ich auf jeden Fall schon mal erzählt, aber ich weiß nicht mehr, in welchem Video das war. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, mir hat man den Schulabschluss versaut mit dieser ganzen Scheiße. Also ich hätte locker meinen erweiterten Realschulabschluss gemacht. Allerdings hat man mich, wie gesagt, so oft in die Psychiatrie gefoltert. Und da hatte ich halt Fehlzeiten gehabt. Also das erste Mal, 9. Klasse, wurde ich so hart gefoltert, dass ich dann irgendwann im Unterricht saß und einfach gar nichts mehr ging. Und mit gar nichts mehr meine ich auch gar nichts mehr. Ich saß dann einfach nur da, war anwesend und das war's. Ja, und vor allem, was ich richtig, richtig scheiße fand, ne? Man hat das so getimt, weil das nämlich auch zum Zeitpunkt war, wie gesagt, ich habe kein Zeitgefühl, aber wo ich halt, nachdem ich halt mit meinem Vater in Kontakt getreten bin, damit man das dann auf meinen Vater schieben kann, dass er angeblich einen scheiß schlechten Einfluss auf mich hat, was nicht stimmt. Um halt die Familie halt noch weiter zu spalten. Ja, meine scheiß narzisstische Erzeugerin ging mir natürlich auf jeden Tag auf den Sack, dass es angeblich an meinem Vater liegt. Ja, aber es ist überhaupt nicht der Fall. Ja, auf jeden Fall, also man hat quasi angefangen, mich so kaputt zu machen, nachdem ich meinen Vater kennengelernt habe, damit man es dann auf ihn schieben kann. Richtig, richtige feige Drecksäule vom BND. Ja, das machen die gerne sowas. So Psychospielchen mit den Opfern. Und deswegen, mit mir hat man, das ist auch so eine Sache, mit mir hat man keine Psychospielchen zu machen. Keine. Und das sind auch so Sachen, Leute, die mit mir Psychospiele machen, die sind bei mir sowieso schon mal unten durch. Das lasse ich nicht mit mir machen, das gibt's nicht sowas. Ja, auf jeden Fall hat man mich, wie gesagt, schwerst gefoltert. Mehrfach in Psychiatrien reingefoltert. Dadurch hatte ich dann halt auch lange Fehlzeiten. Wie gesagt, erste Mal 9. War ich, weiß ich gar nicht, wie lange ich da in der Psychiatrie war. Auf jeden Fall auch schon mal kurze Zeit. Man hat mich halt zu Hause, hat man natürlich auch, wie gesagt, Familie zerstört, Schlafentzug. Ich hatte Streit mit meiner scheiß Erzeugerin. Mein Stiefvater habe ich mich auch schon durch die Bude geprügelt wegen diesen BND-Wichsern. Ja, und dementsprechend, wenn es zu Hause halt auch nicht so läuft, dann kam halt so vieles zusammen, dann kann man halt auch in der Schule halt nicht richtig funktionieren, ist ja klar. Das geht aber alles auf den BND zurück. So, was ist das Ende vom Lied? 1. Mal 9. war ich dann zum Schluss. Ich hatte immer gute Noten, halt nur noch anwesend. Es wurde alles schlechter. Ich habe halt dann dementsprechend nichts mehr auf die Reihe gekriegt.
Da kam halt auch dieses psychische Leid durch diesen Kindesmissbrauch noch wieder hoch und alles und pipapo. Und da habe ich, wie gesagt, hier einmal, wie gesagt, mir hier wollte ich mich auch umbringen, ein Messer hier durchgestochen. Das kam dann da wieder raus. Hier habe ich in eine Tür geschlagen mit der Hand und das sollte eigentlich nicht passieren. Da habe ich mich eigentlich nur verletzt quasi. Genau. Das war dann halt auch wieder der Grund. Ja, alles geht auf diese Freaks vom BND zurück. Da konnten sie mich natürlich wieder einweisen. Ja, Wichser. Siehst du, das kommt ja auch noch hinzu. Wegen euch Wichsern vom BND habe ich jetzt hier Narben. Das sieht nicht schön aus. Das zieht mich jedes Mal runter, wenn ich sehe. Man schämt sich dafür. Ne? Ja. So läuft das hier im Stasi-Land Deutschland. Deswegen kämpfe ich auch dafür, dass das alles ans Licht kommt, endlich mal. Ne, und dann, ja. Und zweite Mal 9., da haben sie mich dann halt so lange in die Psychiatrie gefoltert. Erstmal bin ich dann halt, weil ich so kaputt war durch die ganze Scheiße. Also wie gesagt, ich musste halt einmal wiederholen. Einmal, erste Mal 9. hat man mir so versaut. Mit diesem ganzen Schlafentzug und dies und das und pipapo. Zweite Mal 9. sollte ich dann wiederholen. In der Löhnsrealschule hier. Ich weiß nicht, ob ich die Namen jetzt sagen kann, aus Datenschutzgründen. Wobei, ich sollte auf jeden Fall die Klasse nochmal wiederholen mit einer neuen Lehrerin. Und dann war ich erstmal so 2-3 Monate bin ich überhaupt nicht hingegangen zur Schule, weil ich halt einfach zu kaputt war durch diesen ganzen Scheiß. Ist ja auch verständlich, hoffentlich. Da musste ich mich halt erstmal wieder regenerieren. Und ich war auch natürlich angepisst, weil ich das überhaupt nicht eingesehen habe, nochmal die gleiche Scheiße durchzumachen, wegen euch Wichsern vom BND. Und dann bin ich 3 Monate auf jeden Fall nicht hingegangen. Und dann haben sie auch mich wieder in die Psychiatrie gefoltert. Ins Holzminden, ins Ameos. Und dann hatte ich halt die 6 Monate so zusammen, das war ein halbes Jahr. Und dann hat der Schulleiter, der ist ja öffentlich einsehbar, Jörn Kretschmer, gesagt, ja Adrian, das hat keinen Sinn mehr. Du hast kein Halbjahresabschluss, kein Halbjahreszeugnis. Das heißt also, du kannst kein Ganzjahreszeugnis kriegen, egal wie gut du dich anstellst. Also ich habe mich dann nochmal aufgerafft und aber auf jeden Fall war es dann halt zu spät. Dann haben sie mir mit der Psychiatrie einen reingewirkt. Mit diesen Nazis, das sind ja Nazi-Todeslager, nichts anderes. Haben sich halt wieder in dieses Lager gesperrt, dass ich halt wieder handlungsunfähig war. Ja, und dann hat man mir quasi das zweite Mal auch wieder versaut. Ja, herzlichen Dank an den BND dafür. Und das sind so Sachen, so spätestens ab da, ne, spätestens ab da wart ihr bei mir eigentlich schon unten durch. Also, weil das geht echt gar nicht. Und mindestens den Schulabschluss hätte man mir noch lassen können, dass ich wenigstens mir frei irgendwie eine Ausbildung hätte suchen können. Genau. Ja, und im Prinzip diese Entscheidung hat man mir halt abgenommen. Genau. Ja, toll. Herzlichen Dank dafür an die CIA, an den BND, all diese ganzen Freaks da. Ich weiß nicht, ich lache zwar jetzt, aber ich finde das gar nicht toll. Nee, auf jeden Fall, ja, und dann bin ich halt im Berufsvorbereitungsjahr Farbtechnik gelandet. So, und da, hab dann Silbenklatschen gemacht, 3 Monate lang Mandalas ausmalen, Sachen mit Geodreieck verbinden, um dann erstmal, so wie so ein Dulli halt, den Hauptschulabschluss zu kriegen, ja. So wirklich Sachen, die ich in der ersten Klasse gemacht habe. Das hat mich dann irgendwann so psychisch fertig gemacht. Dann diese Karin Beins, das ist so eine blonde Drecksfotze. Und die hat mich auch noch so gepiesackt. Ich weiß gar nicht, ja, Narzissten merken das manchmal auch vielleicht gar nicht so. Die hat mich auf jeden Fall auch oft genug aufgezogen. Und schon allein der Fakt, dass ich überhaupt da sitzen muss. Und irgendwie so eine, sag ich mal, primitiven Arbeiten machen muss. Ist ja schlimmer wie Hartz-IV-Maßnahmen, ey. So, hat mich dann halt so kaputt gemacht. Und dann habe ich mich befreien lassen von der Schule. Wie gesagt, ich war da mit irgendwelchen Bekloppten, nicht alle, wie gesagt, ich will die nicht alle schlecht machen oder so, viele sind ja da auch, für manche ist das auch gut, für Ausländer, die Deutsch nicht können, aber ich bin auf jeden Fall falsch aufgehoben gewesen, so, Berufsvorbereitung, ja, Farbtechnik, hallo.
So, ich kann Deutsch. Ich kann Silben klatschen. Ich hätte damals, da hat auch der BND eingegriffen mit dieser ganzen Scheiße. Hätte ich aufs Gymnasium gekonnt. Ich habe nur in Mathe gehapert, aber ich habe ja gesagt, das macht man seit meiner Kindheit, diese ganze Folter und das Mind Control. Durch dieses Mind Control hat man ab der zweiten Klasse angefangen, dass ich dieses Mathe nicht mehr so gut verstehen kann, beziehungsweise dass ich es unterbewusst aufsauge, aber dann halt nicht immer nutzen kann. So eine kranke Scheiße machen die. Dann hat man halt gesorgt, dass ich halt auf die Realschule komme, damit man mich halt mit diesen verblödeten Freimaurerkindern dann halt zusammenbringen konnte. In der Hoffnung, mich dann irgendwie so zu verschwulen, aber naja. Ja, man, ja, voll die Psychos, ey. Naja, so. Naja, siehst du, zwischendurch hat man mich dann auch immer wieder, das hat mich auch kaputt gemacht, hier in die Wohngruppen gefoltert, hier Friedenshort Nordheim und so eine Scheiße. Ja, die hängen da auch mit drin. Ja, und das ist auch nichts für mich, Alter. Nee, ich brauche meine eigene Bude. Also nur Scheiße hat man mit mir hier verzapft. Ja. So. Auf jeden Fall jetzt nochmal um die, ja, ich sag, ich habe ja kein Zeitgefühl und das ist halt alles auch, deswegen, das ist auch so eine Sache. Mir fällt das auch richtig schwer, wenn ich jetzt irgendwie irgendwas zeitlich einordnen muss. Zum Beispiel hatte ich mit dieser Tante vom Arbeitsamt telefoniert und die hat mich dann gefragt, und von 2019 und so waren sie in dieser Berufsvorbereitung, ja, Farbtechnik. Ich musste erstmal so richtig grübeln. Ich dachte mir so, what the fuck, ey, weiß ich gar nicht mehr. So, auf jeden Fall. Naja. Ne? Naja. Ja, man hat mir halt alles zerstört, damit ich halt diesen Freimaurer-Kinderschänder-Sexhandelsring, um es kurz zu machen, nicht aufdecken kann. Und genau das war aber der Fehler. Man hätte mir ja wenigstens irgendwas lassen können. Zumindest diesen Schulabschluss, dass ich zumindest dann, die Chance hatte, mir irgendwie eine anständige Ausbildung zu suchen. Fakt ist, ich habe mich dann befreien lassen von diesem Berufsvorbereitungsjahr Farbtechnik von Dr. Tüker aus Göttingen. Der mir auch richtig auf den Sack ging, den konnte ich auch nicht leiden. Ich hätte ihn am liebsten umgeboxt, aber das ging ja nicht, weil ich ja diese paranoide Schizophrenie, diese Cover-Story, diesen Auschwitz-Judenstern habe. Und sobald ich dann irgendwas gemacht hätte, hätten sie mir dann natürlich auf diesen Auschwitz-Judenstern verwiesen. Ne? Und da hätte man gesagt, und dann wäre ich wieder weg gewesen. Deswegen, es regt mich so auf, deswegen, ich kann auch nichts machen, weil man mir dann immer dieser Diagnosen anlasten würde. Und keiner hinterfragt das ja, wer die ausstellt, ob das vielleicht pädophile Freimaurer sind, ob es diese Diagnose vielleicht auch überhaupt gar nicht gibt. So wie Dr. Kestrin Horten das im Video Internationale Staatskriminalität aufgeklärt hat, dass das eigentlich, wie gesagt, die Geheimdienste sind und dass es wirklich auch nur eine Cover-Story ist. Und deswegen kämpfe ich auch dafür, dass das endlich ans Licht kommt. Jeder, der diese paranoide Schizophrenie hat, es ist eine Cover-Story vom Geheimdienst. Das sind alles MK-Ultra-Opfer und oder Zersetzungsopfer. So, nichts anderes. Und man macht es halt heute so, dass man, deswegen, also diese Zersetzung, deswegen kämpfe ich auch gegen das System. Das ist noch perfider geworden wie damals. Noch perfider. Und das ist richtig widerlich. Weil man macht die Leute heute nämlich kaputt und stellt sie als krank hin. So. Und das ist richtig widerlich. Auf jeden Fall so. Da habe ich mich halt befreien lassen. Ja, wie gesagt, spätestens ab da habt ihr es euch mit mir verscherzt. Nach der ersten Psychiatrisierung, aber wie gesagt, und der Fakt, dass er mir den Schulabschluss genommen hat, weil das ist doch echt scheiße. Das muss doch mir überlassen sein, ob ich in eine Ausbildung gehen will oder sonst was. Und im Prinzip, diese Entscheidung hat man mir dann auch abgenommen. So, wie gesagt, dann war ich da, Berufsvorbereitungsjahr Farbtechnik. Ne? Und das war so monoton und eintönig, es war mir halt auch zu dumm. Ganz ehrlich, wie gesagt, ich bin, sag ich mal, hochintelligenter, arischer Übermensch, Empath, Indigo-Kind. So, ich brauche auf jeden Fall keine Mandalas ausmalen und nee, ach, hör mir auf, das ist doch alles scheiße. Und dann habe ich mich befreien lassen von Dr. Tücker aus Göttingen. Und er hat das dann auch gemacht, tatsächlich sogar. Ein bisschen Überredungskunst. Und dann habe ich halt ein Jahr zu Hause wieder nur rumgesessen, vom PC, war alleine. Ich weiß auch gar nicht, ob ich 3 Monate diese Farbtechnik gemacht habe oder ein halbes Jahr oder weniger oder... Auf jeden Fall, es war lang genug, es hat sich angefühlt wie 1000 Jahre. Ich dachte, ich sterbe da, ey, das kann doch nicht sein, ey. Und das sind auch so Sachen, dieses psychische Leiden, das hinterfragt überhaupt keiner. Wie ist das eigentlich für mich? Ne, die BNDler, die drehen sich da Däumchen, machen sich einen Spaß draus, ja, dann macht das schon. Nee, das ist richtig, das ist, wisst ihr, das muss man sich geben. Ich bin Gymnasialschüler, ich habe Gymnasialniveau. Da hat auch nur der BND eingegriffen. Und ich sitze dann da irgendwie und soll Mandalas ausmalen und Silben klatschen. Das kann einen richtig kaputt machen, weil das ist überhaupt nicht mein Niveau. Sag mal.
Hallo, was ist denn hier los, ey, in diesem Land? Oh, hier ist aber ein dicker Fisch, du. Weiß nicht, ob ihr den sehen könnt jetzt hier. Eieieiei. Habe ich gar nicht gesehen, dass hier so große Fische drin sind. Nee, auf jeden Fall so. Ja, und ich wollte das nochmal irgendwie zu Papier bringen, ist das falsche Wort, zu Video bringen, zu Film bringen, ja. Ja, auf jeden Fall, und im Prinzip da habt ihr es euch eigentlich mit mir schon zerschossen. Weil das hätte man echt nicht machen müssen. Also man hätte mir ja wenigstens den Realschulabschluss dann noch gönnen können. Oder nicht? Also dass ich dann wenigstens... Wie gesagt, im Prinzip könnte man mir jetzt ja auch noch einen ausstellen, so als Entschädigung. Weil der Kretschmer ist zu 100% auch Freimaurer, wie jeder, wie 90% der Schulleiter. Und also verdient hätte ich nicht mehr. Prüfung würde ich locker schaffen. Aber es ist auf jeden Fall auch eine andere Geschichte. Fakt ist, jetzt stehe ich hier ohne Schulabschluss, weil ich mich ja dann befreien lassen habe und diesen Scheiß da nicht mehr zu Ende gemacht hätte. Ja, und jetzt könnt ihr euch ja ausmalen, was die Situation ist, ohne Schulabschluss. So, jetzt stehe ich hier und ich habe wirklich gar nichts mehr. Und ich sehe es auch nicht ein und ich habe auch keinen Bock und keine Kraft mehr, jetzt nochmal irgendwas nachzuholen, weil es ist ja, und brauche ich ja auch nicht. Wie gesagt, wenn das erstmal alles ans Licht kommt, kriege ich meine Millionenentschädigung. Darauf hoffe ich ja, wenn der BND zusammenbricht, und dann habe ich im Prinzip ausgesorgt fürs Leben. Ne? Deswegen, dafür kämpfe ich jetzt, für diesen ganzen Blödsinn, was sie mir angetan haben auch. Das wird sowieso schon mindestens im zweistelligen Bereich sein. Hat Dr. Kessler Norton ja auch gesagt. Es wird auf jeden Fall im Millionenbereich sein, diese Entschädigung. So, auf jeden Fall, dafür kämpfe ich jetzt halt auch, dass ich diese Entschädigung kriege für diesen ganzen Blödsinn hier. Das steht mir auch zu. Nach diesen ganzen psychischen und körperlichen Leiden. Ne? Aber trotzdem, ich hätte gerne einen Abschluss gehabt und zumindest die Möglichkeit gehabt, dass ich mir zumindest dann eine Ausbildung hätte aussuchen können. Worauf ich hinaus will, ich formuliere es mal so, man hätte mir ja nicht alles zerstören müssen. Projekt Monarch bedingt. Freundschaften, ja gut, aber irgendwas hätte man mir doch noch lassen können. Aber nichts, alles haben sie mir genommen, alles. So, zumindest, dass ich irgendwie in eine Ausbildung gehe, das hätte man mir noch gönnen können. Und diesen Realschulabschluss, dass ich zumindest ein bisschen mal eigenes Geld hätte verdienen können, meine eigene Wohnung hätte haben können. Man hätte mich doch da trotzdem noch mit Elektromagneten, so doof sich das jetzt anhört, jetzt aus Sicht der BNDler überwachen können und weiter foltern können. Aber zumindest hätte man mir doch das mal gönnen können. Jetzt stehe ich auf jeden Fall hier und habe wirklich gar nichts mehr. Keiner macht den Mund auf, mein Großvater, und deswegen kämpfe ich ja auch so hart dagegen an. Großvater macht den Mund nicht auf. Auch Freimaurer, Satanist zu 100%. Satanist auf jeden Fall. Vielleicht auch Illuminat, ich weiß es nicht. Jetzt nicht lachen. Also wie gesagt, wo mich die Armee ausgefoltert hat, da hat man dann auch so gesagt, irgendwie über die Illuminat. Ich weiß gar nicht, was das für ein Gespräch war, wie ich darauf gekommen bin, über die geredet. Und man kann da wohl für 200.000 Euro beitreten und sowas. Keine Ahnung, auf jeden Fall ganz oben mischt mein Großvater mit dieser Satanistenkacke. Mit Kinderfresser Thomas Römermann. Ne? Deswegen, keine Ahnung, auf jeden Fall. Ja, der macht aber den Mund nicht auf, genauso wenig wie die anderen Leute, die mich missbraucht haben. Wie gesagt, die halten halt alle zusammen. Mit ihren pädophilen Kontrollakten. Tja. Ja, und deswegen kämpfe ich jetzt halt dagegen an, in der Hoffnung, dass jetzt irgendwie mal dieses Schweigen zu brechen. Seht's ein, ihr scheiß Freimaurer, ihr habt den Kampf sowieso verloren und der ganze BND, das wissen die auch. Jetzt ist halt nur die Frage, wie lange kann man das noch hinausziehen, bevor hier eh alles zusammenbricht. Und ich kämpfe halt dafür, dass es möglichst schnell zu... Es ist wie in der DDR, es ist halt ein Warten auf, wann kommt das Ende und schafft man es noch bis zum Ende. Und das ist wirklich hier ein Warten, wie in der DDR, und Warten auf den Zusammenbruch. Ey. Man weiß, der kommt, aber man weiß, er kommt nicht wann. Ey. Und schafft man es noch bis dahin. Bis das System endlich kollabiert.
Ja, wie gesagt, jetzt stehe ich hier ohne Schulabschluss, ohne irgendwas, kann dementsprechend auch nicht in eine Ausbildung rein, dafür oder in die wenigsten. Vielleicht nehmen sie mich bei ProClean irgendwelche Toilettenschruppen, aber das ist nichts für mich. Wie gesagt, ich habe Gymnasialniveau. Ich will die Leute nicht schlecht machen, die das da irgendwie jetzt vielleicht das sehen und von ProClean. Aber ihr wisst, was ich meine. Das ist auf jeden Fall so, das ist auch nicht mein Gebiet. Viel bleibt auf jeden Fall nicht mehr. So, Abschluss habe ich keinen. Das heißt also, wenn ich irgendwas Vernünftiges machen würde, vernünftige Ausbildung, müsste ich erstmal einen Hauptschulabschluss machen. BBS Einbeck bietet das allerdings auch nicht mehr an, so wie ich gehört habe, diese Vorbereitungsjahr Farbtechnik. Das heißt, ich müsste dann das in Nordheim machen, so eine Scheiße, genau das gleiche und zusätzlich noch jeden Tag pendeln, Mandalas ausmalen für den Hauptschulabschluss, dann nochmal ein Jahr für den Realschulabschluss, um dann in eine Ausbildung zu gehen. Wann soll ich denn arbeiten? Mit 30? Und deswegen hat sich das jetzt, brauche ich auch nicht mehr. Wie gesagt, ich hoffe auf die Millionenentschädigung, die ich mir auch irgendwie versuche einzuklagen. Wie gesagt, das geht allerdings nicht, solange die Mafia hier noch herrscht. Dafür muss dieses System endlich zusammenbringen. Und dann können wir die alle vor Nürnberg 2.0 stellen, Herr Karl und seine ganzen Bande und alle, die mitgemacht haben. Und die dann, ja, darauf hoffe ich. Ich hoffe auf das Nürnberg 2.0. Ich glaube, das mache ich auch als Hashtag, Nürnberg 2.0. Weil das, was hier betrieben wird, das ist wirklich ein Holocaust. Und das hat sogar größere Ausmaße wie der Holocaust. Ja, das ist wirklich hier ein Holocaust jetzt. Die Leute ermorden, abtöten. Ihr könnt ja mal googeln, wie viele Schizophrene gibt es. Das gibt es nicht, diese Krankheit. Das sind alles Geheimdienstopfer. Das ist wieder genau das gleiche in Grün. Ne? Naja, also ich hoffe auf Nürnberg 2.0. Das kommt auch bald. Die Frage ist halt nur wann. Und kriegt ihr jetzt mal endlich alle meine Zuschauer den Arsch hoch? Könnt mich ein bisschen unterstützen hier. Macht die Videos ja auch nicht zum Spaß, ne? So, Fakt ist, ich stehe jetzt hier, habe gar nichts. Ohne Ausbildung und Job halt kein Geld. Ja, und ohne Geld halt Pustekuchen. Ja, ich habe von eToro heute eine Mail gekriegt, da bin ich auch angemeldet, musste mir allerdings alles auszahlen lassen wegen den Freaks vom BND, weil ich ja nichts mehr habe hier und auch kein Einkommen habe. Eigentlich wollte ich das Geld investieren mit Trading, Langzeit-Trading, Day-Trading. Genau. Ja, das waren dann so 2000 Euro, ne, 1800 waren es vom Sparbuch. Habe ich mir aufgestockt zu 2000 Euro. Jetzt ist da auch kaum noch was übrig. Längere Geschichte. 30 Euro sind noch übrig. Ja, kostet alles Geld, ne? Einkauf, Messgeräte, Schutzkram. Siehst du, ich muss zum Beispiel auch schon wegen diesen Viechern vom BND 170 Euro für ein Messgerät ausgeben, beziehungsweise insgesamt 300 Euro mit. Und das ist auch wieder alles, das reißt auch alles rein. Ne? Aber es war eine Anschaffung, die sich gelohnt hat, weil jetzt konnte ich es nämlich beweisen, dass ich halt auch angegriffen werde und sexuell stimuliert werde, elektromagnetisch. Ihr habt es ja gesehen in den Videos. Das war es mir dann also schon wert. 300 Euro für Beweise fürs Gericht. Aber trotzdem, es sind auch genau dieselben Geräte, die Dr. Catherine Horton benutzt. Naja. Genau. Tja. Jetzt stehe ich hier und stinke. Und warte halt, wie gesagt, bis es vorbei ist. Nürnberg 2.0, Millionenentschädigung und dann ist gut, dass ich dann endlich normal leben kann. Und mich dann endlich mal erholen kann. Von diesem Holocaust hier, der an mir betrieben wird. Ja, die Deutschen hätten mal auf die Juden hören müssen damals. Ne? Die waren halt damals der Sündenbock. Heute sind es die Muslime und die Ausländer sind es.
Also sie sind es nicht, aber so eine Allgemeinform jetzt. Oder die bösen Russen oder die bösen Amis. Nein, es sind die Freimaurer, diese Satanisten. Die spielen uns alle aus hier. Schach ist das, schwarz und weiß. Und die sind aber diejenigen, die halt das ganze Spiel hier betreiben. Ne? Das sind die wahren Feinde, der Feind im Innern, die Freimaurer. Die müssen abgeschaltet werden. Die ganzen Logen müssen wir alle anstecken. Jeden Freimaurer und seine ganzen scheiß Familie erschießen. So, sonst ist es wie Unkraut, sonst kommt es immer wieder. Sonst, weil die auch alle unter Gehirnwäsche stehen. Und es ist besser so, sonst kommt es immer wieder. Das sind alles Pädophile. So, Fakt. Pädophile Luziferianer. Muss man sich mal geben, ey. Wie kann man so krank sein und wie Luzifer anbeten? Und auch noch glauben, dass das der Gute ist, ey. Sag mal. Ja, also im Prinzip Satanismus. Schön verpackt. Und nichts anderes. Also, die müssen weg. Ne? Ja, und die Juden hat man dann halt damals als Opfer genommen, wie gesagt. Die werden von den Freimaurern genauso gehasst und verachtet wie jedes andere Volk auch. Ne, wie gesagt, die Freimaurer kommen übrigens aus den Templern. Ne? Die Templer kommen vom Vatikan. Hat also nichts mit Juden zu tun, alles. Das ist eine Irreführung und eine Fehlleitung, genauso wie was die NPD jetzt macht. Die Ausländer sind es. Ja. Voll, total. Also so dämlich kann doch keiner sein, das zu glauben. Das Land war hier auch schon vorher scheiße. Bevor hier irgendwie irgendwelche Ausländer da irgendwas mit zu tun haben. Die Ausländer sind übrigens auch die, die am besten mit drauf sind, am freundlichsten, freundlicher wie die Deutschen selber. Ne? Deswegen. Also weg mit diesem NPD und AfD-Scheiß. Ja, es sind alles Freimaurer, die spielen mit uns. Ne? Das ist übrigens alles Parteiensystem. Parteiensystem hält euch in der Sklaverei, in diesem Besatzungsstatut. Erlaubt es den Alliierten, uns weiter auszubeuten und zu beherrschen. Das habe ich in meinem Telegram-Chat. Ich werde euch den Telegram-Chat mal tm.me/Adrian Milosevic. Da könnt ihr dann in meinen Telegram-Chat rein. Da habe ich euch das als, da ist das als Bild drin mit dem Besatzungsstatut. Und dass, wenn die Wahlbeteiligung über 50% ist, das System halt noch weiter legitimiert ist, über uns zu herrschen. So. Deswegen, wie gesagt, die Gründung der AfD. Einfach nur, um die Leute an die Wahluhren zu bringen, um halt dieses System halt weiter aufrechtzuerhalten. Genau. Dieses Ausbeuter, Kinderpopper, Freimaurer, Pissetrinker, Kinderfresser, Schlachtesystem. Angeführt von Herrn Dr. Bruno Kahl, Herr Haldenwang. Ne, das ist die Schattenregierung, die Geheimdienste sind die Schattenregierung. Ist vollkommen egal, welche Partei herrscht. Keine Partei würde was gegen Chemtrails tun, gegen Fluorid im Wasser, gegen die illegale Implantierung der Bevölkerung, gegen diese Schizophrenie, diese Fake-Krankheit, diesen Judenstern. Ne? Keine. Könnt ihr mal drüber nachdenken. Keine Partei würde dafür sorgen übrigens, dass die Mobilfunktürme und Radar alles abgestellt wird. Oder generell, dass übrigens der Geheimdienst, der ja nichts anderes als eine Terrortruppe ist, abgeschaltet wird. Also könnt ihr alles vergessen hier. Ich kenne übrigens keine Partei, die irgendwas in ihrem Wahlprogramm hat von Freimaurern oder dass das abgeschafft werden muss. Keine. Weder die AfD hat das, noch die NPD. Also alles nur Steuerung, um euch im System gefangen zu halten. Ja, aber ich kämpfe gegen diese Steuerung an. Ja, die Antifa gehört genauso zum Spiel wie NPD und AfD. Und die Leute, die glauben, dass die erwacht sind bei der Antifa, oder die bei der NPD sind genau, die sind beide genauso, die sind alle doof. Die haben das nicht verstanden, wie Schach funktioniert, dass es nämlich Schwarz und Weiß gibt und dass beide Seiten nur auf dem Schachbrett sind. Ne? Und das haben die nicht. Die einen denken, die sind weiß, wir sind die Guten, die anderen, die denken, wir sind schwarz, wir sind die Guten. Nee, Pustekuchen. Ihr seid beide scheiße. Das ist alles nur Schach. Wir müssen dieses ganze Schachbrett wegräumen, ja. Wir müssen das Schachbrett vom Tisch fegen, ja. Damit das endlich aufhört. Und das geht nur, wenn wir uns hier alle zusammentun jetzt endlich mal. So. Deswegen, das ist mein Kampf. Ja, okay, das hätte ich nicht sagen sollen. Das hört sich richtig braun und rechts an. Weg mit der braunen Scheiße. Vergesst das, was ich gesagt habe. Ja, aber es ist ja so. Das ist mein Kampf. Dafür kämpfe ich. So.
Nee, weg mit dieser braunen Scheiße. Wie gesagt, die Leute sind alle fehlgeleitet. Diese ganzen Nazis. Genauso wie die Antifa. Und dafür kämpfe ich ja auch, um diese Fehlleitungen aufzuheben. Dass wir endlich hier auf das Nürnberg 2.0 zusteuern können. Genau, und dafür kämpfe ich jetzt halt. Ne? Ja, jetzt fragt ihr euch sicherlich, warum gehe ich die ganze Zeit im Kreis? Ich sag euch warum, weil ich jetzt noch zu Rewe will und Brötchen holen will und deswegen eigentlich nicht so weit weggehen wollte. Und deswegen, ja. Auf jeden Fall, ja, das sind so Sachen, ne? Und das ist, also ihr habt es wirklich zu weit getrieben, ihr scheiß Geheimdienstler mit eurer Scheiße, mich wirklich in eine richtig hilflose und aussichtslose Situation gefoltert. Wie die Leute in Auschwitz damals, ist nichts anderes, ist ein moderner Holocaust hier mit modernen Waffen, mit moderner Technik. Und das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Es ist Zeit, diese Kriegsverbrecher und diese leitenden Kriminellen endlich alle an die Wand zu schießen, genau. Und zu erschießen, ey. Die werden alle weggelascht, ey. Bruno Kahl, so wie ihr Haldenwang und sonstige Konsorten da. Echt, ey. Die haben noch einen an der Klatsche. Nee, nicht mit mir. Mit mir gibt's das nicht. So, selber schuld. Ja, ein Hund, übrigens, Herr Kahl, ein Hund, der in die Ecke getrieben wird, der beißt. Ja? Selber schuld. Ihr hättet mir, eigentlich wart ihr richtig bescheuert. Ihr seid richtig bescheuert, wisst ihr das? Weil, ihr hättet mir mal wenigstens ein bisschen irgendwas lassen sollen. Dann würde ich jetzt auch nämlich nicht so hart dagegen steuern, eventuell. Weil dann hätte ich ja noch ein bisschen was gehabt zumindest. Und ja, weiß ich nicht. Das ist. Man kann es nicht mit so einem König oder so einem Vasallen im Mittelalter vergleichen. Ihr hättet mir nicht alle Besitztümer wegnehmen sollen. Weil jetzt gehe ich nämlich richtig hart gegen euch vor. So meine ich das. So. Ja, jetzt gibt es nämlich richtig Krieg, richtig Stress bis zu meinem Umfallen. So, bis zu meinem Tod. Bis ich mich meine Besitztümer und noch eine Million Entschädigung wieder habe. So. Ja, man kann es wie mit so einem König, der über Vasallen herrscht, vergleichen im Mittelalter. So. Fiel mir jetzt gerade so ein, ich spiele ja auch Crusader Kings 2. Europa Universalis, man kann es so sehen. Man hätte mich wenigstens mir ein bisschen noch was lassen können, dass ich noch so eine kleine Restzufriedenheit habe, dann würde ich halt auch nicht so hart dagegen steuern. Aber mir hat man ja wirklich alles genommen. Und das finde ich scheiße. Ja. Ja, keep your slaves happy und entertained, ne? Halte deine Sklaven glücklich und unterhalten. Brot und Spiele. Und das Brot und Spiele habt ihr mir weggenommen, Herr Karl. Und das ist sehr schlecht. Ein bisschen was hätte man mir nur noch lassen können. Beispiel, wie gesagt, diesen Schulabschluss, die Ausbildung, meine eigene Wohnung. Überwachen hätte man mich doch trotzdem noch können und foltern. Ne? Doof sich das jetzt anhört, aber sag ich mal so, ne? Dann wäre doch gut gewesen. Nee, also, das geht gar nicht, sowas. Hallo?
Nee. Nee, ach so, und jetzt noch eine Geschichte, was mich auf jeden Fall momentan am meisten brastig macht. Ja? So, mal abgesehen davon. Wie gesagt, ich werde übrigens immer noch in kompletter Isolation gehalten. Ich gehe da offen mit um, ich kann ja da nichts zu, weil es ist ja nicht mein Verschulden, sondern es ist ja das Verschulden des BNDs. Ich werde hier in kompletter Isolation gehalten. 17 Jahre lang, wie gesagt, das Umfeld war immer gesteuert, Klassenkameraden auch teilweise für mich ausgesucht. Also ich konnte halt auch gar nicht, egal wie ich mich angestellt hätte, angezogen hätte, verhalten hätte, nie Kontakte knüpfen können, weil ich halt einfach auch so stark gesteuert war unter Mind-Control, LSD, Schlafentzug durch die CIA. Die Leute um mich herum wurden auch gesteuert und manipuliert. Hat Dr. Catherine Horton ja aufgeklärt, dass bereits ein Drittel der Bevölkerung gechippt ist und gesteuert wird, auch durch die Geheimdienste. Ja, und was ist denn, wenn man in eine Klasse kommt, wo nur so MK-Ultra-Opfer sind, die das teilweise auch gar nicht wissen, beziehungsweise wenn die Leute alle unterbewusst schon manipuliert werden? Deswegen wird es auch Zeit, dieses perverse Geheimdienstsystem abzuschalten. Auf jeden Fall, ja, mich hat man halt immer stark manipuliert. Ja, und ich war halt in der Schule ja auch immer so, dass ich eigentlich nur anwesend war, nie richtig funktioniert habe. Also ich hätte locker meinen erweiterten Realschulabschluss gehabt. Und wenn man natürlich auch jeden Tag Schlafentzugs gefoltert wird, verhält man sich natürlich auch seinen Leuten gegenüber aggressiver. Das wissen die Geheimdienste auch. Und anders, wie als wenn man, sag ich mal, vernünftig schläft, ne? Ja, also das geht alles auf den Geheimdienst zurück, dass ich jetzt hier so alleine bin, das wissen die auch. Und das finde ich auch scheiße. Man hätte mir doch auch ein, zwei Freunde noch lassen können. Wäre ja auch nicht das Ding gewesen, ne? Das ist doch scheiße, sowas. Ne? Das ist so richtig asozial. Ja, auf jeden Fall, ich kann euch da eine Geschichte erzählen. Zum Beispiel hat man mich so, wie man mich dazu gebracht hat, auch mich, also man hat mich auch ein bisschen, erstens habe ich Probleme auch durch mein Trauma gehabt, halt auch mit den Leuten Kontakte zu knüpfen, durch diesen ganzen Kindesmissbrauch, das kommt ja auch noch da hinzu. Man verhält sich dann auch anders. Ja, man hat mich natürlich auch programmiert, die Jahre dann, ja, man verhält sich natürlich auch anders, wenn man dann, sag ich mal, missbraucht worden ist. Und dann, ich hatte auch eine ganz lange Zeit, da hatte ich so oder so Probleme, Kontakte zu knüpfen, sag ich mal. Durch diese ganzen Geschichten auch, was sie mit mir gemacht haben, alles. Und ja, man verhält sich dann ja auch anders, ne? Als Missbrauchsopfer verhältst du dich anders, wie als wenn du, sag ich mal, eine normale Kindheit gehabt hattest. Ich bin ja im Prinzip komplett gestört, nicht im Prinzip, ich bin komplett gestört aufgewachsen, sag ich mal. Ohne Freunde und das und so und hast du nicht gesehen und... Ne? Ja, man verhält sich dann natürlich auch anders, als wenn man, sag ich mal, normal und wohlbehütet aufwächst, ne? Und ach, ja, auf jeden Fall hat man mich so gebracht, so, ich gehe jetzt doch nach Hause. Auf jeden Fall hat man mich so dazu gebracht, ja, dann hat man mich auch noch dazu gebracht, mit dieser technischen Manipulation durch die Folter mit meinen Schulterimplantaten. Mich hat man nämlich damals davon programmiert, dass das auch von meinem Handy kommt. Ja, und dann hat man mich dazu gebracht, dass ich das Handy, ja, halt, zurücksetze und halt verkaufe. Glaubt ihr das, ey? So eine kranke Scheiße haben die. Also man hat mich halt dann auch programmiert, dass gewissen Sachen von gewissen Sachen kommen. Ja, oder irgendwie so war das gewesen. Und dann hatte ich auch kein Handy mehr und dann war ich dann auch eine Zeit lang dadurch dann isoliert und dann, ach, ganz komplizierte Scheiße, ey, richtige Wichser haben die gemacht, da die Geheimdienstler. Deswegen erzähle ich das ja auch alles, dass es endlich ans Licht kommt. Naja. So, auf jeden Fall, das tut schon weh, ne? Sowas alles, was die mit mir gemacht haben. Und wie gesagt, wie es mir ging und geht, da fragt keiner nach, ne? Was mich auf jeden Fall momentan am meisten brastig macht und auch abhält, irgendwie zu kooperieren, wie gesagt, ist, ich habe dieses ganze System, weil ich hätte ja auch schon für BND und CIA arbeiten können,
ich habe das ganze System am eigenen Leib erlebt und ich lasse mich nicht zu so einem Stasi-Zersetzer rekrutieren, der in diesem Stasi-Gebäude hockt und irgendwelche Leute quält. Wie gesagt, mir haben sie selber das Leben zerstört, den Körper zerstört. Ich weiß, wie schlimm dieses System ist. Na komm, mach hin jetzt da, Drecksampel. Und deswegen werde ich da ganz sicher nicht mit kooperieren. Also ich hätte für die CIA arbeiten können, für den BND. Habe ich aber abgelehnt, weil ich bin nicht doof. Was mich auf jeden Fall am meisten davon abhält, ich habe gesehen, wie sie mich fertig gemacht haben. Ja, das war der Fehler. Mich hat man nicht anzugreifen. Auf jeden Fall hat man mich ja auch mehrfach in die Psychiatrie gefoltert, habe ich ja schon darauf eingegangen. Aber dabei allein ist es ja nicht geblieben. Man hat mich ja nicht nur in dieses Exterminierungslager gefoltert und dann in Ruhe gelassen, sondern hat mich ja dann auch mit diesen Pillen vollgestopft. Und deswegen, ich habe selber gesehen, wie man arische Übermenschen und Empathen irgendwelche Anstalten foltert. Die werden dann mit Pillen kaputt gemacht und das kann ich bei weitem auch nicht unterstützen. Also im Prinzip ist es sogar gut, dass es so passiert ist, weil ich auf diese Weise sehen konnte, aber es hätte auch nicht sein müssen, wie krank das System halt eigentlich ist. Und das hat mich umso mehr nochmal angespornt halt, dass es beseitigt werden muss. Nee. Ja, auf jeden Fall, mich haben sie mit Risperidon vollgestopft. Wie gesagt, das können sie machen mit irgendwelchen Dullis, mit irgendwelchen Autisten, mit irgendwelchen Ballonköpfen, die eh doof sind. Die können sie meinetwegen so behandeln mit dieser Stasi-Kacke und irgendwelche Anstalten foltern, aber ich kann was, ich weiß was, deswegen pisst mich das so an und werde so unterdrückt, dass ich halt nichts machen kann. Und das geht mir so auf den Sack. Nee, deswegen, ich lasse mich da nicht reinziehen. Auf jeden Fall, mich haben sie in die Psychiatrie gefoltert, dann hat man mich gezwungen, dieses Risperidon zu nehmen. 3 Monate lang. Ich weiß gar nicht, wie es dann wieder dazu kam, dass man dann doch abgelassen hat, dass ich das absetzen konnte. Auf jeden Fall, erst hat mich meine Mutter halt auch unter Druck gesetzt, eine scheiß narzisstische Erzeugerin. Scheiß Bitch, ey, kannst du aufhängen. So, Adrian, du musst das nehmen, ja, sonst landest du wieder da in der Psychiatrie. Und die hat wieder richtig Stress gemacht und ich hatte halt dann auch keinen Bock, quasi. Man hat natürlich mit der Folter auch trotzdem nicht aufgehört, dass man dazu. Ja, also von diesem Risperidon hatte ich so schlimme Nebenwirkungen. Ich weiß gar nicht, was sie mir noch alles gegeben haben. Auf jeden Fall, das allererste Mal wollten sie mir Olanzapin geben. Mir ist auch eigentlich scheißegal, ich bin überhaupt nicht krank. So, also ich werde auch Patente, Projekt Monarch packe ich in die Beschreibung, genauso wenig wie alle anderen Schizophrenen krank sind. Es ist alles gelogen, das ganze Psychiatriesystem ist eine Lüge. So, es gibt keine Krankheiten, das ist alles, die sind alle Opfer von irgendwas. Entweder vom Geheimdienst oder von unserer kranken Gesellschaft, ADHS zum Beispiel, das gibt's gar nicht. So, es gibt einfach Kinder, die sind aktiver und die brauchen mehr Aufmerksamkeit. So, aber die passen halt nicht in dieses Schema, in dieses System, ist zum Beispiel ein Beispiel. Und deswegen labelt man die dann halt als krank. Es gibt halt Kinder, die sind halt einfach, das muss man sich mal überlegen, das System ist ja auch komplett unnatürlich, ne? Dieses System ist ja unnatürlich, was wir hier haben. Kinder wollen spielen, die wollen Spaß haben, die wollen nicht jeden Tag irgendwie in der Schule an irgendeinem scheiß Tisch sitzen und das 6 Stunden lang und jetzt auch noch mit Maske, jetzt mit Corona und dann sich melden und ne, die sind halt, die wollen natürlich halt, sag ich mal, einfach nur spielen und Spaß haben. Und manche Kinder wollen das halt mehr wie andere. So, und die werden gleich mit ADHS gelabelt, Hauptsache irgendwelche Beruhigungspillen einschmeißen. So krank ist unsere Gesellschaft, ey. Also das ist zum Beispiel ein Beispiel. Depression ist kein Wunder, wenn du depressiv wirst bei so einer kranken Welt. Ist auch kein Wunder. Depression gibt es, aber es ist halt kein Wunder, dass man dann irgendwann in irgendeiner Anstalt auch landet. Ne? Vor allem, wenn man dann erwacht ist und das alles weiß, dann wird alles noch schlimmer, weil dann weiß man ja, wie läuft die Gesellschaft. Das zieht einen auch noch mal runter, macht einen depressiv. Ist alles zum Kotzen. Ne? Ja, auf jeden Fall, keiner hat mich gefragt, wie ging es mir, wo ich diese Tabletten genommen habe. Wie ging es mir körperlich, wie ging es mir geistig? Als hochintelligenter arischer Übermensch, ich betone das immer so gerne und empath, ohne arrogant sein zu wollen, aber es ist ja so. Ich hätte eine Gymnasialempfehlung gehabt, also ich bin auf jeden Fall nicht bescheuert. Wobei Schule ist letztendlich auch eine gute Anpassungsfähigkeit.
Viel hängt auch mit Lehrern zusammen. Manche sind halt scheiße, manche nicht. Ich hatte nur gute Lehrer. Eigentlich immer. Mir fällt jetzt kein schlechter ein. Auch wenn man, ja, im Nachhinein, ja, man schimpft, wenn man in der Schule ist, schimpft man immer auf alle. Und wenn du dann nachhinein bist du draußen, dann denkst du dir eigentlich, ach, eigentlich waren sie doch alle ganz nett und ganz lieb. Ne? Ja, bei mir kommt natürlich auch noch hinzu, wie gesagt, diese Folter, dieser Schlafentzug. Ich war halt nie komplett da. Dementsprechend ist man sowieso gereizter. Macht dann selber auch vielleicht Fehler und dann, ja, aber es war auf jeden Fall eine schöne Zeit. Besonders die in der Löhnsrede. Also die Grundschule war scheiße, wegen dieser Mobberei. Aber die Realschule, die war richtig geil. Die Zeit eigentlich. Abgesehen von dieser 5 Jahres, von dieser Folter, vom Schlafentzug, vom Vergiften, vom Leben kaputt machen. Aber die Schule, also die Lehrer waren alle in Ordnung. Bis jetzt keinen, der schlecht war. So, ich würde auch kein Ranking jetzt machen, einfach so aus Respekt. Aber wobei ein, zwei Lehrer gibt es da schon, die würde ich so mit 1 plus auszeichnen, weil die den Unterricht modern gestaltet haben und das Smartboard auch. Das ist nämlich einmal Frau B. und Herr H. hier in der, mehr sage ich nicht, hier in der Löhnsrealschule in Einbeck, wenn die da noch arbeiten jetzt. Die haben immer das Smartboard mit einbezogen, haben das halt so modern gestaltet. Und es war halt, sag ich mal, auch gechillt. Also, es gibt ja auch Lehrer, bei denen darfst du sogar mal reden im Unterricht oder mal was essen, ne? Und Herr H. war zum Beispiel so einer, der ganz kulant ist. Und das ist halt, so müssten noch mehrere Lehrer sein. Wenn alle Lehrer so, letztendlich bist du ja eigentlich in der Schule, jetzt habe ich wieder das Thema schon gewechselt, bist du ja eigentlich in der Schule, du sollst ja was lernen. Ne? Und nicht indoktrinieren, ja, es ist Indoktrinationslage, aber du sollst ja eigentlich in der Theorie da sein, um was zu lernen. Deswegen finde ich dieses Notensystem eigentlich sowieso schon mal vollkommener Schwachsinn. So. Letztendlich, ja, am besten man macht so Einheitsschulen irgendwie so, keine Ahnung. Vielleicht ist das auch eine doofe Idee. Aber auf jeden Fall, wichtig ist doch eigentlich, dass du Spaß hast und was lernst. Und das, war auf jeden Fall eine schöne Zeit. Und letztendlich waren doch eigentlich alle Lehrer ganz in Ordnung. Jeder einzelne. Ich habe keinen gehasst auf der Realschule. Keinen. Ich wüsste keinen Lehrer, den ich gehasst habe. Keinen einzigen. Nö, also wie gesagt, wenn man sowieso aus der Schule draußen ist, dann weiß man das sowieso noch mehr zu schätzen eigentlich. Ich würde gerne noch mal dahin. Meinetwegen sollen sie... Ach, wie gern würde ich noch mal in die Realschule zurück. Ja. Meinetwegen sollen sie nicht, soll ich da auch irgendwelche Seiten abschreiben, wäre ich sogar auch zufrieden. Ich wäre richtig glücklich wieder, so in meiner Realschule zu sein und selbst wenn ich auch irgendwelche Strafhausaufgaben oder so eine Scheiße kriegen würde, ich wäre richtig glücklich irgendwie, keine Ahnung. Vielleicht kann das irgendwer nachvollziehen. Gut, bei mir ist die Schulzeit gar nicht mal so lange her, aber trotzdem, ich hätte da richtig Bock drauf irgendwie. Sollen sie, selbst wenn, weiß ich nicht, es fehlt mir einfach irgendwie dieses, das ist ja, ich bin da ja mal auch hochgegangen die Tage, mal so durch die Scheiben geguckt. Da ist ja alles umgeräumt, ne, hier in der Löhnsrealschule. Da ist ja alles komplett neu. Da kennst du ja gar nichts mehr wieder. Ne? Ja, auf jeden Fall war eine schöne Zeit, ne. Das werde ich euch auch nie verzeihen. Und letzten Endes habe ich quasi jetzt jahrelang umsonst in der Schule gesessen. Danke, Herr Karl. Danke, Herr Haldenwang, ganz ehrlich. Und jetzt habe ich gar nichts. Und das ist doch scheiße. Und schon allein dafür steht mir auch eine Entschädigung zu. Dass man mir quasi in dem Sinne sabotiert, man hat mir mein ganzes Leben sabotiert, mir sämtliche Entscheidungsfreiheiten abgenommen. Ja. Genau. Das ist nicht okay. Ah. Nee, das ist nicht okay. So, naja, auf jeden Fall, das sind alles so Sachen. Und wie gesagt, keiner hat gefragt, wie ging es mir eigentlich.
Oder wie war das, wie gesagt, alles für mich? Ne? Die Psychiatriezeit. Also es ist so oder so noch schlimm genug. Wenn du dann auch noch gezwungen wirst, irgendwelche Pillen einzunehmen, also es ist doch schon fast schlimmer wie Auschwitz. Wie gesagt, eingesperrt sein ist schlimm, aber wenn du dann auch noch irgendwie irgendwelche Pillen nehmen musst, die dich kaputt machen gegen deinen Willen, sonst wirst du fixiert, das ist doch scheiße. Nee. Und deswegen, also wie gesagt, ich habe auf jeden Fall mit Risperidon haben sie mich kaputt gemacht. Wie gesagt, ich habe Beweise, dass ich ein Geheimdienstopfer bin. Und eigentlich mit Militärtechnik angegriffen werden, das interessiert halt keinen, die machen auch mit. Die hängen auch mit drin in dem Sumpf. Es liegt eigentlich nahe, der Geheimdienst hat Tonnen an Kohle. Dann werden die Doktoren mal bestochen mit Millionen an Euro, mit einem Koffer, der auf den Tisch kommt. Aber das wollen die Leute, das blenden die Leute aus, dass es sowas halt auch gibt und dass sowas auch gemacht wird. Ne? Nö, Adrian, Bestechung, das ist alles eine Verschwörungstheorie. Das gibt's doch alles gar nicht. Korruption gibt's doch alles gar nicht. Das macht doch gar keinen Sinn. Wenn der Geheimdienst kommt mit ein paar Millionen Euro im Koffer, nö, warum sollten sich die Ärzte darauf einlassen? Ne? Verstehst du? Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob das so... Aber ihr wisst, was ich meine. So. Also Bestechung gibt es ja natürlich auch noch. Aber das blenden die Leute natürlich total aus. Wie gesagt, eine von sechs Personen ist wieder in diesem Kriminalapparat drin. Eine von sechs. Hängt irgendwie wieder mit drin. Wie in der DDR. So, und es gibt natürlich auch Ärzte, die mit drin hängen, ganz klar. Psychiater, Polizisten, Richter, Anwälte. Eine von sechs. Eine von sechs. Eine von sechs. One out of six. Ja, wie gesagt, statistisch gesehen, überlegt euch mal. Guckt euch eure Straße an, überlegt euch. Eine von sechs Personen ist wieder drin. Das ist eigentlich schon krass, wenn man das überlegt. Also Millionen Menschen arbeiten für dieses Scheißsystem. Aber klar, Millionen Menschen arbeiten für den Geheimdienst, aber nö. Also die Psychiater, da läuft alles in Ordnung und da läuft alles richtig, oder was? Dass die für das System arbeiten, ist natürlich ausgeschlossen. Ne? Also sowas Krankes. Wie gesagt, übrigens, ihr könnt als Nicht-Freimaurer in dieser Welt nichts werden. Heißt also, die ganzen Chefärzte, Firmenchefs, das sind alles Freimaurer oder Rosenkreuzer oder Templer oder sonst irgendwas. Das heißt also, die werden alle mit pädophilen Kontrollakten erpresst, mit Kindersexhandel. Ja, was macht man denn, wenn das der Fall ist? Ne? So wie im Armeos, Hildesheim. Die werden natürlich dann halt alles tun, halt um ihren eigenen Arsch zu retten und das halt zu verschweigen und dann so Leute wie mich irgendwie unter den Bus, unter die Räder kommen zu lassen. Ne? Naja. Naja. Jetzt habe ich den Faden wieder verloren. I have lost the Faden. Ach Gott. Ja, war schon eine schöne Zeit in der Realschule. Auf jeden Fall, ja, hat man mir alles kaputt gemacht. Das werde ich euch nie verzeihen. Aber wie gesagt, was mich momentan am meisten, wie gesagt, aggressiv macht und abhält, auch mit diesem BND-Code zu kooperieren, ich habe gesehen, wie sie mich kaputt gemacht haben. Ne? Und mit kaputt gemacht meine ich wirklich kaputt gemacht. Bin ja fast gestorben. Ich war dünn wie ein Stock, wo ich rauskam aus dem Armeos. Satt ist man da nie richtig geworden. Das Essen kannst du, wenn du das Essen nennen kannst, ist ja auch eine Form von Krankenhaus, also so oder so, Billigfraß. Keine Nährstoffe. Wie gesagt, das sind Jugendliche, die da sind, die sind im Wachstum. Das habe ich auch in meine Beschwerde geschrieben. Die brauchen anständige Nahrung und anständiges Wasser, fluoridfreies Wasser und nicht irgendeine Scheiße da. So. Also wie ein Internierungslager, hat Dr. Kessler Norton schon recht, wie ein KZ. Du wirst abgespeist mit wenig und schlechter Nahrung. Du hast mir irgendwelche Pillen voll gemacht. Nee, keiner hat mich gefragt, wie schlimm das für mich war da. Wie gesagt, ich bin ein gebildeter Mensch. Sag ich mal so, ich habe ein hohes Niveau und ich kann auch was. Und das ist richtig schlimm, wenn man dann als so ein Mensch dann in irgendeinem... Und sowieso auch freiheitsliebend. Alter, ich war 6 Wochen im Sommer 2018 über die Sommerferien. Haben sie mich eingesperrt. In diesen scheiß Lager. Das war so schlimm. 40 Grad, ich höre es, der heißeste Tag. Du guckst nach draußen, siehst auch durch die Fenster die Bäume und die Sonne. Und ich dachte mir so, das darf nicht wahr sein. Und ich sitze dank diesen Geheimdienstfreaks hier. Und das sind alles so Sachen. Also Freiheitsberaubung, da kommen schon halt Straftaten zusammen. Deswegen wollen die Geheimdienste halt auch nicht, dass das alles rauskommt. Ne? Naja.
Naja. Kotzt mich alles an, deswegen kämpfe ich ja gegen dieses System halt. Ne? Das macht ja auch keiner sonst was. Das kriegt ja auch keiner sonst, macht seinen Mund auf hier. Da habe ich mir irgendwann mal gedacht, jetzt machst du deine Spaziergänge. Und siehe da, irgendwie was bringt es ja dann doch. Irgendwer guckt sich das ja an alles. Ich habe ja meine Aufrufe da. Ja, Adrian Milosevic 2 haben sie übrigens zugemacht jetzt. Ich werde eine Beschwerde wahrscheinlich ein, nicht wahrscheinlich. Akkuladung 5%, so, ich muss das Video jetzt auch beenden. Auf jeden Fall, das wollte ich noch loswerden. Mich haben sie richtig kaputt gemacht in dieser scheiß Psychiatrie, in dieser scheiß Nazi, in diesem scheiß Nazi-KZ. Keiner hat gefragt, wie ging es mir. Es hat keinen interessiert, ob ich da drin verrecke oder sonst irgendwas. Und das ist schon krass, was da abgeht. Und vor allem auch dieses psychische Leid, wenn dann da Hilfeschreie sind, weil die Leute da gequält werden. Und oh, es war wirklich nicht schön. Und das alles dank den Geheimdienstfreaks. Und also, wie gesagt, spätestens ab da hat man sich eigentlich bei mir so ins Ausgeschossen und das war so ein Hasstrigger. Und wenn ich dann sehe, welche Leute machen das, ne, das kann man sich auch schon logisch rational ausmalen. Welche Leute foltern denn andere Leute oder stalken andere Leute? Das können nicht die intelligentesten und besten Leute der Gesellschaft sein. Das sind die Dregs of Society, wie Dr. Kesselhorn immer sagt. Der Dreck der Gesellschaft, die so eine Scheiße machen. Und das zieht einen dann auch noch mehr runter, wenn ich dann diese BNDler sehe, die denken, die sind was Besseres, sind aber eigentlich schlechter wie ich und können gar nichts. Und die quälen dann auch noch mich als Übermenschen in so eine Anstalt rein. Das geht nicht, Alter. Deswegen kam ich auch so auf dieses ganze Übermenschen. Im Vergleich zu diesen Krepeln bin ich ein Übermensch. Aber es müsste eigentlich umgekehrt sein. Ich müsste die Leute in so eine Anstalt foltern, dass die keinen Schaden mehr anrichten, Alter. Und nicht umgekehrt. Mann, ey, was soll diese Scheiße hier bloß, ey? Nee, es geht gar nicht sowas. So, wie viel Prozent? 3%? So, ich muss das jetzt beenden hier, das Video. Ich werde das Handy jetzt, der BND wird es wieder ausnutzen, wird wieder irgendwas sabotieren. Jetzt pausieren, Handy ausmachen. Wir sehen uns im nächsten Video, bevor die Aufnahme abbricht. Und dann werde ich es erstmal ausmachen und aufladen. So, macht's gut. Und kooperieren werde ich nicht nach dieser ganzen Scheiße hier, was ihr mir angetan habt.